Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Opening in ihrem Basket-P. Wir haben hier ein halbes Display Sonnenmondstunde der Wächter, also Sonnenmond 2. Hier vorne sieht man schon das Lykanroc. Hier haben wir Kamaao, glaube ich, heißt er auf Englisch. In Deutschland kenne ich gar nicht. Hier haben wir ein Kapuriki, ist das, glaube ich. Ich kenne die ganzen Sonnenmondnamen fast gar nicht, deswegen. Hier haben wir das Alola Vulpix, das kenne ich aber. Hier haben wir einmal die Rückseite unten. Dann Abenteuer in einer neuen Region beginnen. Ja, ihr könnt ja mal pausieren, falls ihr es lesen wollt, aber wir wollen jetzt hier nichts irgendwas lesen, wir wollen die Karten aufmachen. Ich bin schon richtig gespannt, wie gesagt, ich habe bis jetzt erst einen Booster aufgemacht aus dem ganzen neuen Set. Deswegen bin ich gespannt, dass ich jetzt, oder was heißt gespannt, ich bin gespannt, was ihr zieht. Ich bin aber froh, dass ihr mir das Display gekauft habt. Ich habe es ersteigert auf eBay für 43 Euro, inklusive Versand. 43 Euro für 18 Display, für 18 Booster. Und ich werde nur 6 Booster öffnen. Ich mache 2 Parts, jeweils nur einen Booster pro Part, und ich werde aber nur 6 öffnen, weil ich noch Besuch habe. Und zwar mein Bruder Peter Kanekerweiß auch dabei. Hi. Er würde nämlich auch Booster aufmachen. Er hat mich gefragt, ob er darf. Ich so, ja, klar, kein Problem. So, wir bereiten das hier mal so vor. So, und dann fangen wir mal an zu zählen. Meine 3 Booster. Dann haben wir hier deine 3 Booster und meine anderen 3 Booster. Und dann fangen wir mal an mit meinen Boostern. Hier das erste mit Kapuriki ist das, glaube ich, vorne drauf. Mal schauen, was wir alles für schöne Karten ziehen werden. So, hier die Code-Karten. Es waren ja wieder 4, glaube ich, nach vorne. Das ist ja wegen der Energiekarte. Das kommen wir bis an die Seite. Wir haben schon mal eine. Fokussiert. Ihr habt eine Stahlenergie, ein Lamus. Malimurba. Das sind aber geile Artworks. Ein Kaelelu. Jetzt habe ich mir die letzte Karte gespoilert, jawohl. Ein Koalelu, ein Pipi, ein Wuffel, sehr schöne Karte, ein Schmerbe, ein Alola Kleinstein, auch finde ich eine sehr coole Karte, gerade mit Elektro, ein Datiri, ein Reverse ist ein Latinecto, ein Ankommen, und die Rare ist ein Tektas, okay, so heißt das Pokémon also auf Deutsch. Ein Tektas, das ist ja dieses Signatur-Pokémon von dem Bösewicht in Sonne und Mond. Ein Holotektas im ersten Booster, ist auch schon mal ein sehr schöner Pull. Wenn jetzt hier zum zweiten Booster mit Alola Vulpix vorne drauf. Bin mal gespannt, was wir alles aus den 18 Boostern ziehen werden, wie so die Pullrate ist. So, die 4 kommen nach vorne. Im zweiten Booster haben wir einmal eine Feenenergie, ein Koalelu, eine Rettungstrage, ich kenne ja auch nicht die Karte, ein Marmolida, auch ein schönes Artwork, Kanivanha. Wieder ein Schmerbe. Ein Paragoni auch hier mit Mimikyu im Hintergrund. Finde ich sehr cool. Ein Macholo. Ein Daratiri. Unsere Reverse sind Victini, eine Rare. Sehr schön. 2 Feuer-Reverse-Karten. Und die Rare ist ein Koriogel. Ganz viele Rares sind ja mal Koriogel. Ist das wie bei Ancient Origins, wo jede Rare fast ein Regi-Eis war. Das habe ich nicht aus diversen Openings gesehen. So, dritte Booster. Und dann kommt Peter mit seinen 3 Boostern. So, wir haben hier eine geile blaue Wasserenergiekarte, einen Toptrank, einen Maschok, Energieaufbereitung, ein Minaras, ein Reislaus, eins meiner Lieblingspokémon aus Sonne Mond, Viscora, ein Lursardin, ein Gelatini, unsere Reverse ist Formeo, eine Common-Karte, ich weiß gar nicht, was Formeo im Set ist, und die Rare ist ein Tohaido Non-Holo Rare. Wenn uns jetzt Peter dran mit seinen 3 Boostern. Ja, jetzt kommen meine 3 Booster, und wie ich eben von den anderen Pokémon-Karten schon gesehen habe, sind da witzige und coole Artworks mit dabei. Auf jeden Fall starte ich hier mit einem Lunacroc. So, das die Code-Karte, dann die ersten 4 nach vorne. Und wir haben eine blau schimmernde Energie, also das sieht blau aus. Ein Lamus, eine Energieaufbereitung. Ein Hypnomurba, ein Wuffels. Was? Das ist ja fast genau wie mein erster Booster. Ein Unranthytops, ein Botogel, ein Minaras, ein Schwalbini, eine Reverse Schwalbini, wie der Zufall will. Und unsere Rare ist eine Hytera Foil. Gute Karte. Das ist ein schönes Artwork. Ein sehr schönes Artwork. Vor allem der Hohleffekt. Und die Herzen da drauf. Ha. Jetzt kommt Booster-Runde Nummer 2. Hoffentlich, obwohl das war schon ein gutes Metall-Tera, aber vielleicht ziehen wir noch was Besseres. Man weiß ja nie und man kann ja auch immer hoffen.
Dann haben wir eine Elektroenergie, ein Mogelbaum, ein Latenecto, ein Tentoxa, ein Formeo, ein Paragoni, ein Schwalbini, ein Valma, noch ein unseren Tytox, unsere Reverse ist ein Dracella und unsere Rare ist ein Solgaleo. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Booster, beziehungsweise zu dem letzten Booster, was ich habe, mit einem Alola Vulpix drauf. Voluna? Ja, da hatte ich gerade sogar überlegt, ist das Vulpix oder Voluna? Da hatte ich aber wohl dann die falsche Entscheidung. Die ersten 4, 3, 4. Hier haben wir eine Psychoenergie, noch ein Tentoxa, ein Toptrank, ein Maschok, eine Reislaus, ein Skora, mein Lieblings-Pokémon, in Stoff genäht, das sieht witzig aus, ein Valma, ein Tanil, ein Maholo, unsere Reverse ist ein Potoke und unsere Rare ist ein Rayquaza. Viele legendäre Pokémon, aber wieso sind sie alle nicht Foil? Und jetzt kommen wieder Bicycle. Falls ihr mehr von Peter sehen wollt, könnt ihr mal auf seinen Kanal gehen. Er macht so Anime- und Manga-mäßiges Zeug und Reviews zu Games. Und dann bin ich jetzt hier dran, hier mit Kamao. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Stand auf der Rückseite. Aber seinen Namen habe ich vergessen. Bis jetzt zwar noch nicht so Berauschendes, aber mal schauen, vielleicht ändert sich das noch. Das wäre mega geil. Gerade die Full Arts und die ganzen Hyper-Rares sehen mega, mega nice aus. So, wir haben hier eine Feuerenergiekarte, einen Metang, ein Wahlband, eine der most gehypten Karten aus dem ganzen Set, ein Fake-Lewesen, auch die, eine Top-Karte fürs Competitive-TCG. So haben wir einen Kramurx, einen Molunk, wieder einen Wuffels, eine Botugel, einen Nassgenäht. Hier haben wir einen Mogelbaum in Reverse, eine Uncommon und die Rare ist, Grandiras. So, da haben wir endlich seinen Namen. Es ist ein Grandiras GX. Also schon mal unser erster Ultra-Rare-Pull. Wird auch langsam mal Zeit mit der Attacke Steinharter Druck, Zerfetzer und Ultrahieb GX, ganze 240 Schaden. Das ist halt auch super. So, jetzt hier mit Lycanroc in der Nachtform. So, wieder die Codekarte an die Seite. Die vier kommen nach vorne. Dann haben wir hier eine Pflanzenenergie, wieder ein Feldgebläse, ein Mogelbaum, Latenecto, ein Molunk, Velursi, ein richtig geiles Fleckenmon, gefällt mir richtig geil das Artwork. Hier haben wir ein Lursadin mit Fischwarm, der Ability, ein Nassgenäht. Unsere Worst ist eine Common-Karte, ein Waumball, auch ein cooles Artwork. Und die Rare ist ein Gelatwino. 140 KP. Und jetzt zum letzten Booster in diesem Part. Ich hoffe, dass wir hier eine Full Art ziehen werden. Also eine muss mindestens aus dem halben Display rauskommen. Vielleicht sogar zwei. Kampfenergie. Hier haben wir einen Midiras. Ein Skorro. Ist aber ein geiles Artwork. Ein Pixie. Das ist nicht so ein tolles Artwork, finde ich nicht. Ein Waumball. Knofensa. Ein Skorka, passend zum Skorro. Ein Nagelotz. Hier haben wir einen Schneck. Auch ein sehr cooles Artwork. Ist chill gerade so in der Gefriertruhe. Geil, ein Deponitox in Reverse und das ist mega, mega spielbar. Es gibt so viele Decks damit mit der Attacke Müllerwine. Mit der Attacke ist einfach so genial. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte bei der Anzahl der Itemkarten und Abblickstapel deines Gegners zu. Es gibt gerade so viele Decks, die das spielen und gerade im Reverse ist es noch mehr wert. Also ist auch ein ziemlich klasse Pull. Stellen wir mal nach hinten. Und dann haben wir noch ein Illesat Non-Holo Rare. Und dann sehen wir auch schon die Ausbeute nicht gerade so genial. Wir haben zwei Holos, ein Deponitox in Reverse und ein Grandiras GX. Aber wir haben hier immer noch hier 9 Booster, die noch darauf warten, von uns aufgemacht zu werden. Ich hoffe, dass wir uns auch im zweiten Part wiedersehen werden. Bis dahin, macht's gut, Leute!